Herzlich willkommen in meinem täglichen Finanzenergie am 7. August 2017. Wie beeinflusst die kosmische Energie unsere Finanzen im heutigen Tag? Wir sollen auf dem Gleichgewicht achten, auch im Finanzen. Ausgabe, Einnahme in Gleichgewicht halten, also wir sollen bescheiden sein. Gute Einflüsse kommen von Freunden, Bekannten, von Verwandten, von Familie. Das kann auch zu neuen Kontakten, auch zum geschäftlichen Kontakte führen oder bekommen wir neue Ideen. Wo wir eher Probleme haben, das sind die Ämter. Ämter, die mit Finanzen etwas zu tun haben, wie Finanzamt oder Banken. Das sind Unklarheiten, teilweise auch Ungerechtigkeit. Wenn es um geschäftlichen Kontakten geht oder ein Neubeginn und da eine Investition oder ein Vertrag, dann sollen wir darauf achten, dass wir den Überblick nicht verlieren. Wir dürfen nicht die Zügel aus dem Hand geben, sonst führt das zum Verlust. Aber wenn wir selber bestimmen die Regelungen, das bringt Gewinn. Wir sollen darauf achten heute, dass wir kein Geld verleihen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nicht mehr sehen, ist ziemlich hoch. Und das war mein heutigen Finanzenergie. Wenn jemand das persönlich berechnen möchte, astrologisch, natürlich besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten anfertigen. Und dann freue ich mich auf solchen Bestellungen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.